Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Eis.de Adventskalender und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich bin mal sehr gespannt, ob dieses Video tatsächlich monetarisiert werden darf. Müssen wir mal schauen. Ich habe in den letzten Jahren schon einige von diesen Adventskalendern ausgepackt und ja, ich glaube, mittlerweile weiß ich auch bei fast allen Produkten, was ich denn da in meinen Händen halten werde. Ich glaube, ich habe 80 Euro für den bezahlt. Ne? Den kann man auch auf Amazon bestellen. Ich weiß gar nicht, welcher das jetzt... Adventskalender Deluxe, genau. Da gibt es nämlich wahrscheinlich auch wieder zwei verschiedene Varianten. Und Eis.de ist eigentlich immer ganz nice vom Preis-Leistungs-Verhältnis her. Ich rechne euch die Preise auch anhand der UVP-Preise aus, die halt auch... auf der Homepage ausgewiesen sind. Na, deswegen wird das natürlich ein bombastischer Preis, ein bombastischer Wert am Ende sein. Ne? Wir müssen alle einfach bedenken, dass wir sehr häufig da auch Gratisartikel dazu bekommen, wenn man den auf der Homepage bestellt. Aber, oder wenn man die Artikel generell auf der Homepage bestellt. Nicht lang schnacken, ich möchte in das Schätzelein hineinschauen, denn ja, eigentlich finde ich den immer sehr schön gestaltet. Ne? Wir haben ja auch ein schönes großes Herz. Ja, und hier haben wir dann unseren Adventskalender. Für alle, die nicht wissen, was Eis.de ist, es ist Erwachsenenspielzeug, Leute. Und da finde ich, dass man auch eigentlich relativ offen mit umgehen sollte. Denn ich finde, die Lust eines Menschen ist einfach so wichtig. Es ist wirklich wichtig. Und deswegen feiere ich diesen Adventskalender jedes Jahr aufs Neue, auch wenn immer relativ ähnliche Produkte drin enthalten sind. In einem wunderschönen Roségold kommt nämlich die 1 daher. Und dieser Adventskalender ist tatsächlich meist gar nicht so schlüpfrig, wie man anfangs so vermuten möchte von seiner Grundeinstellung her. Übrigens, liebe Grüße an Mama und Papa mit ihren Lebensgefährtinnen und Gefährten. Nein, mit Stiefmama und Stiefpapa tatsächlich, weil ich weiß, dass dieses Video safe von meinen Eltern geguckt wird. Die finden das nämlich immer total großartig, wenn ich mich hier hinsetze und ohne rot zu werden diesen Adventskalender vorstelle. Das habt ihr zu verantworten, Leute. Ihr habt mich erzogen. Okay, in der 1 haben wir eine Massagekerze mit Winterapfel drin enthalten. 14 Milliliter sind das. Und sowas ist doch eine schöne Geschichte. Du machst dir erst eine schöne Stimmung, indem du die Kerze anmachst und runterbrennen lässt. Dann verflüssigt sich das Wachs, welches man dann schön als Öl nehmen kann, um sich halt entsprechend zu massieren. Und das finde ich cool. Ist doch schon mal ein guter Einstieg in die Adventszeit. Die Nummer 2 habe ich hier im schönen mintgrünen Design. Und hier geht die Party schon ein bisschen los. Okay, okay, okay. Das sind, ich wollte versuchen, dass dieses Video monetarisiert wird. Gleichzeitig möchte ich trotzdem reden, wie mir der Mund gewachsen ist. Das wird jetzt ein bisschen schwierig. Das ist auf jeden Fall ein Produkt, was man verwenden kann, um auch eine entsprechende Zone des Körpers schön zu massieren. So schaut das Produkt aus. Das gibt dann auch natürlich Vibrationen ab und hat auch eine sehr passende Form. Wir haben hier verschiedene Aufsätze. Zum einen hast du hier natürlich diese metallischen Aufsätze und dann hat man hier aber auch noch die Möglichkeit, so ja, etwas andere Aufsätze drauf zu machen. Ne? Das sind insgesamt 4 Stück mit dabei. Das finde ich schon irgendwie sehr viel. Ne? Also da hast du verschiedene, also fühlt sich jetzt nicht super wertig an oder so, aber man kann es schön nehmen, um sich gegenseitig zu massieren und ist einfach was Rundes, kann man auch machen, ne? Ja, oder macht man das hier vorne dran? Ne, das fällt ja ab, ne? Muss schon hier hinten sein. Ja, aber da hält das eher so semi, keine Ahnung, ist vielleicht ein bisschen WD-40 dran, aber an und für sich, schönes Teil. Auch mit dabei ist die Nummer 3. Zwischenebenen feiere ich übrigens mega, weil das ganze Kram da nicht so runterfällt, ne? Weil teilweise die Kläppchen oder die Boxen ja doch etwas schwerer befüllt sind. Hier haben wir, glaube ich, etwas drin, genau, was die ganze Geschichte etwas diskreter machen könnte. Und zwar dürfte das so ein Aufbewahrungsbeutel sein. Die kriegen wir öfters bei Eis.de für Oma auch mal mit dabei, ne? Das ist einfach so ein, ja, Säckchen, was halt in einer Größe ist, wo man variable Produkte hineinpacken kann. Hier haben wir die Nummer 4. Das ist auch ein kleines Produkt. Ah, okay. Ja, hier haben wir einen Ring, einen Gummiring drin, den der Mann sich überstülpen kann, um eine etwas längere Standkraft gewährleisten zu können und das Vergnügen etwas hinauszuzögern. Der hat eine, ja, ne, schöne Möglichkeit, um sich zu dehnen. Das heißt, man kann es dann auch über unterschiedliche Größen und Breiten drüber machen. Ui, die Nummer 5 ist ganz schön schwer. Da bin ich mal gespannt, was wir jetzt hier drin finden werden. Genau, es ist auch ein Adventskalender, wo wir Pflegeprodukte drin enthalten. Und zwar ist das hier ein Gel,
könnt ihr selber gleich lesen, intensiviert die Befriedigung der Frau. Ne? Das soll halt in dem Sinne dafür führen, dass wir Frauen einen viel schöneren Höhepunkt erleben dürfen. Finde ich ganz interessant. Also ich meine, dass wir das letztes Jahr auch im Adventskalender drin hatten und du kannst es tatsächlich innerlich und äußerlich anwenden. Interessant. Wir sind bei Nikolaus angekommen. Ah ja, und ich wollte schon sagen, also wir haben schon ziemlich viel so für Paare tatsächlich. Also es ist alles auch irgendwie so, ne, dass man das zusammen verwendet. Das ist jetzt eher ein Produkt, was nur für den Mann gedacht ist. Das ist auch ein Ei, was nur zur Einmalanwendung gedacht ist. Ich hatte das mal irgendwann auf Mädelsabend auch mit dabei und da haben wir den Spaß uns gegönnt und haben das Ding mal geöffnet. Es fühlt sich auch tatsächlich gar nicht mal so super wertig an, als dass man das mehrfach verwenden könnte. Dementsprechend ist das auch wirklich nur für eine Einmalanwendung gedacht. Das ist zum Überstülpen für den Mann gedacht, hat auch so Riffel mit dabei und soll dann einfach das Gefühlserlebnis für den Mann bei dem Handjob müsste das dann ja sein, genau. Verschönern. Du kannst da auch Wasser mit reinmachen, sodass die Geschichte dann auch irgendwie noch ein bisschen schöner sich anfühlt. Und wir haben ja auch noch mit dabei, ich weiß aber nicht, ob ich das werttechnisch mit buchen kann, sage ich jetzt mal, ne? Ein 10-Euro-Gutschein, bilder.de. Ich finde es einfach witzig. Haben wir im Eis.de-Adventskalender halt ständig irgendwelche Gutscheine für irgendwelche Fotos. Hier haben wir die Nummer 7. Oh, die ist gut gefüllt. Ach, guck mal, auch das ist ein Klassiker. Das sind Handschellen, ne? Plüschhandschellen. Es ist halt immer die Frage, ne? Also die sind jetzt wirklich überhaupt nicht wertig oder so. Ich glaube, das hat eher so einen optischen und spielerischen Effekt mit dabei, ne? Die sind auch relativ klein. Also ich habe wirklich sehr, also meine Handgelenke sind zum Beispiel jetzt nicht dünn und zierlich. Und ja, man sieht halt, dass es hier jetzt nicht die allerhöchste Wertigkeit hat. Aber ich glaube, allein für den Effekt, für den Gedanken, den man dann so bekommt, ist das eine ganz schöne Geschichte, um sich auch ein bisschen einfacher fallen zu lassen, ne? Auch bei diesem Adventskalender darf die Nummer 8 machen, dass es kracht. Ja, das ist für das Hinterstübchen, um so ein bisschen vorbereiten zu sein, falls man etwas ein paar Stufen weitergehen möchte, um das mal so zu sagen. Ne? Also das ist zur Dehnung gedacht, das führt man sich entsprechend ein und ja, ist solide. Ne? Wenn man da Bock drauf hat, dann kann man so ein Ding auf jeden Fall sehr gut gebrauchen. Ja, nach der krachenden 8 kommt die 9, über die wir uns hoffentlich freuen. Hä? Okay, jetzt sind wir mal bei einem Status angekommen, was ich nicht kenne. Ist doch auch irgendwie schön, dass sie dann in den Adventskalender auch Produkte reinpacken, die so Neuheiten sind, ne? Ah, das ist irgendeine Pumpe. Sieht aus wie ein Blasebalg. Was sagt denn das Heftchen, wo drin steht, was drin ist? Das ist eine Intimdusche mit Pumpball. Ach, guck mal. Ja gut, kannst du für vorne, für hinten verwenden, ne? Das ist auch nicht verkehrt. Hygiene ist das A und O. Das ist wirklich so. Mal sehen, wie wird es denn mit der Nummer 10 weitergehen? Auch hier haben wir wieder dieses schöne Rose Gold Verpackungsdesign. Oh ja, wir kommen jetzt wirklich mal so langsam in den fortgeschrittenen Bereich. Wobei, ja, schon, ne? Also das kann man halt auch zur Stimulation verwenden und zum Vorspiel ist es vor allem sehr gut geeignet. Das ist halt eine Peitsche, ne? Ich glaube, das, oder Flogger nennt sich das quasi. Wir haben hier auch relativ breite, ich würde es jetzt als Kunstlederbänder bezeichnen, ne? Denke ich schon. Das macht man sich am besten ums Handgelenk, wobei das echt klein ist, ne? Damit es halt nicht weggeht und dann kann man halt entsprechend, ja, man kann natürlich auch so, ne? Dass wenn man sich die Augen verbunden hat oder so, einfach so über den Körper, um da stimulieren zu können. Oder halt au, genau, au. Wobei das, glaube ich, gar nicht so sehr au macht. Für ihre Größe ist die Nummer 11 auch relativ schwer. Oh ja, das ist ein Produkt, wo ich mich immer frage, wie. Ich habe immer Angst, dass sowas dann verloren wird in der anderen Person. Das ist nämlich zum Überstülpen für den Mann gedacht. Und ja, soll dann halt einfach mehr, nicht Grip, sondern halt Oberflächenabwechslung geben. Ja, es ist halt aus Silikon. Oh, da kann man ja theoretisch hier so rein. Also ich finde es halt relativ uncool, wenn man das erstmal überfriemeln muss, ne? Und hoffen muss, dass es auch irgendwie hält und das dann halt anwendet. Und dann habe ich immer Angst, dass es irgendwie drin verloren geht. Wisst ihr, was ich meine? Das ist halt immer so,
die Sache, die so in meinem Kopf vor sich geht. Halbzeit, die Nummer 12, die ist so prall gefüllt, Leute, ne? Das ist richtig hier ausgedehnt. Vielleicht haben wir hier, genau, unser erstes Kleidungsstück drin. Nein, das hier ist kein Try-on-Haul, Leute. Ich habe gesagt, dieses Jahr gibt es keine Try-on-Hauls aufgrund von Mr. Bauchi. Gucken wir mal, was haben wir denn hier? Ach, das ist so ein Kimono. Ja, das ist dreiteilig, ne? Da hat man einmal, oder Mann, Frau, hat hier einmal so ein Tanga halt mit dabei, ein String. Das hier ist ein Gürtelchen. Ja, und sowas, das kannst du halt nehmen, einfach um ein bisschen schicker auszusehen oder um halt so einen schönen Morgenmantel zu haben. Sowas mag ich ja, ne? Ja, hat so Rosen mit dabei irgendwie. Wo sind denn jetzt da? So, da sind die Ärmchen. Ist von Penthouse, Größe S bis L. Also das ist im Prinzip so eine Art One-Size-Geschichte. Ich finde das cool. Direkt darunter haben wir eine sehr schwere Nummer 13, die uns jetzt quasi die zweite Hälfte der Weihnachtszeit eröffnet. Und hier haben wir von Natural ein Massageöl, Spekulatius Christmas Cookie. Das finde ich cool. 100 ml sind hier drin enthalten. Und das passt natürlich, ne? So Richtung Weihnachten möchte man auch gerne die Düfte dann aufnehmen. Finde ich gut. Die Nummer 14 ist ziemlich lang und leicht. Hier haben wir ein Puschel drin. Das finde ich auch ziemlich cool. Gut, wir hatten jetzt ja schon vorher den Flogger, den kannst du natürlich auch dafür nehmen. Aber das hier ist so mit Federkram. Und damit kann man halt dann über den Körper so drüber gehen. Flust jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen, ne? Ja, das finde ich auch sehr angenehm und sehr schön so, ne? Und dann kann man natürlich sich erkunden damit. Das finde ich schön. Hat ein Schleifchen dabei. Hübsch. Weiter geht es mit der Nummer 15. Auch hier kann man wieder mit Vibrationen arbeiten. Und es gibt sogar noch eine Fernbedienung mit dabei. Sowas finde ich auch manchmal ganz interessant, weil es einfach irgendwie auch so das Paar an sich auch irgendwie interessanter zusammenbringt. Das kann die Frau sich theoretisch dann am Abend einführen. Und dann hat der Mann die Fernbedienung. Und dann ist man ein bisschen ferngesteuert. Die Nummer 16. Ja, das kannst du für vorne nehmen, das kannst du für hinten nehmen, das können Männer und Frauen verwenden. Und da kannst du Batterien reinmachen, sodass das Produkt dann auch entsprechend vibriert. Und ja, ein Produkt, was irgendwie, ich glaube, auch jedes Jahr im ISD-Adventskalender zu finden ist, oder? Sieht aus wie ein Delfin übrigens. Eine Woche vor Heiligabend erwartet uns, glaube ich, wieder ein Pflegeprodukt. Genau, das ist für hinten, damit man sich entspannen kann. Erlebnisfluid für ein entspannendes Empfinden. Genau, ne? Das kann man dann auch super in Kombination mit dem Produkt verwenden, was wir ja hier schon ausgepackt haben, mit dem Plug. Je nachdem, wie man so Lust hat. Im wahrsten Sinne des Wortes, das ergibt ja definitiv Sinn, dieser Satz, oder? Also die Nummer 18 begrüßt uns extrem groß in der Weihnachtswoche, aber sehr leicht. Ich finde es halt schön bei dem ISDE-Adventskalender, dass die Kläppchen auch wirklich bis zum Anschlag gefüllt sind. Ne? Hier haben wir aber etwas drin enthalten, was jetzt nicht zwingend in einem solchen Adventskalender zu erwarten ist, was wir aber letztes Jahr, glaube ich, auch schon drin hatten. Und zwar ist es so ein Kopfmassagegerät. Oh, ich habe sowas auch und ich finde es traumhaft. Nicht jeder mag dieses Gefühl. Das ist halt so ein Ding, hat man auch schon mal öfters bei Action oder bei einer Nunana oder so gesehen. Ach, guck mal, der ist ja auch noch verbogen. Ich habe jetzt eine Mütze auf, ne? Aber damit kannst du halt so schön so an deinen Kopf und dann, boah, das ist wirklich so angenehm, Leute. Eine ganz tolle Kopfmassage, wenn man halt super viel Stress hat. Ich habe halt auch damals Probleme mit Migräne und sowas gehabt, ne? Mensch, ist schade, dass es hier verbogen ist. Auf jeden Fall ist das ein total cooles Produkt, eine tolle Erfindung, die man wirklich gut gebrauchen kann und die eigentlich jeder irgendwo bei sich so am Wohnzimmertisch stehen haben sollte, finde ich. Auch wieder verdächtig schwer ist die Nummer 19. Ich glaube, dass wir hier auch wieder ein Pflegeprodukt drin haben, genau. Und zwar ist das auch wieder ein Natural Massage Oil Winterzauber, Wintermagic. Cool. 100 ml haben wir hier drin enthalten. Da kannst du nicht genug von haben, finde ich. Also gerade so in der Winterzeit, oh, wenn der Kamin an ist. Das ist schön. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Hier haben wir unser zweites Kleidungsstück drin enthalten. Ja, es ist dehnbarer, als es aussieht. Ich weiß nicht, ob ich das letztes Jahr auch sogar schon drin hatte. Nee, das hatte ich nicht letztes Jahr dran. Das ist so ein Netzteil. Hier oben ist es halt für die Schulter. Ne? Es ist auch wieder so Einheitsgröße, weil das halt wirklich sehr, sehr dehnbar ist. Und dann, ne, kann man sich das so überziehen. Und darauf hoffen, dass es dehnbar genug ist, genau. Und hier unten sind tatsächlich sogar Beine dran. Ja, das sieht auch immer sehr
interessant aus, muss ich sagen. Ja, ne? Das macht einfach auch mal so ein etwas anderes Bild und ist auch nicht verkehrt, finde ich. Die Nummer 21, als wäre da nichts drin, ich sag's euch. Auch das ist neu für mich. Also wirklich gut, dass die hier Neuheiten drin haben. Ich hatte erst befürchtet, so, wenn ich jetzt den ISDE Adventskalender zum zweiten Mal auspacke, nein, zum dritten Mal, glaube ich schon, ne? Dass man halt immer irgendwie den gleichen Senf drin hätte, ist es aber nicht. Ich glaube, das ist ein Überzieher für den Mann. Ja, ist auch dehnbar. Ich frage mich halt wirklich, wie willst du das drüber kriegen, ne? Das ist, glaube ich, gar nicht so leicht. Das ist halt auch wieder so eine Friemelei. Genauso wie bei dem durchsichtigen Teil, was wir eben schon hatten. Aber wenn es dann drauf hast, dann ist es natürlich, als hättest du verschiedene Ringe, die natürlich dann auch so ein bisschen das freudige Erlebnis herauszögern, damit man länger kann. Und gleichzeitig hast du hier auch so Noppen dran, die dann natürlich auch so ein bisschen noch mehr Erlebnis geben. Hier haben wir noch ein kleines Nümmerchen 22. Das ist tatsächlich jetzt wirklich für das Hinterstübchen und für den sehr, sehr fortgeschrittenen Bereich. Also bevor du dieses Teil verwendest, verwende dieses Teil wirklich viel, viel, viel häufiger. Auch hier kommt uns dann dieses Produkt sehr, sehr gut. So. Und dann irgendwann, wenn ganz viel Vertrauen in der Partnerschaft und so weiter da ist, kannst du auch dieses Ding verwenden. Denn das ist nicht aus Silikon, wie das andere Teil, was wir eben hatten, der andere Plug, sondern es ist tatsächlich aus Metall. Das ist wirklich hart, ne? Das ist nicht flexibel, es ist dann wirklich da. Die Nummer 23, der Tag vor Heiligabend. Theoretisch wäre hier jetzt wahrscheinlich so eine Massagekerze oder ein Massageprodukt auch gar nicht so verkehrt gewesen, dass man einfach mal so ein bisschen runterkommt, nachdem man unten glüht wie sonst was wahrscheinlich. Aber hier ist jetzt echt was Großes drin. Ah, das ist, ja, das ist passend, Leute. Das ist wirklich passend. Und zwar ist das halt so ein Massage-UFO. Ist ja auch mit Ladekabel am Start, was ich sehr praktisch finde, ne? Weil du hast hier auch einen extra Charger und so, dass du halt keine Batterien drin hast. So ein Ding braucht man auch zu Hause, genauso wie dieses Kopfmassage-Tool. Du kannst hier oben drauf drücken, ja, dann vibriert das quasi auch so ein bisschen. Und das kannst du halt in Kombination mit so ein bisschen Massageöl verwenden oder der Massagekerze. Und das lockert halt wirklich Verspannungen und ist wirklich gut. Also das ist wirklich ein tolles Produkt, wo ich echt finde, da hat ISDE sich tatsächlich was überlegt, das in die 23 hineinzugeben, denn das passt. Heiligabend, der Tannenbaum erstrahlt in vollem Glanz. Die Bude ist wunderschön, alles ist 1A und jetzt kommt die Nummer 24 und sagt, ja moin, das hast du jetzt Heiligabend zu tun. Bei mir war es jetzt gerade der Akkuwechsel. Okay, also hier haben wir ein Produkt drin, das wurde auch, ja, das habe ich auch gesehen und ich glaube, das braucht jede Frau bei sich zu Hause im Schrank. Ich sag's euch. Oder im Nachttisch. Das ist ein Satisfier, der macht die Frauen glücklich. Dieses Produkt ist zur äußeren Stimulation gedacht. Das ist ein Pro 2 mit einer App, kannst du das sogar verwenden. Interessant. Das ist wirklich interessant mit einer App. Okay, also man hat natürlich auch die ganz klassischen Tasten an, mehr und weniger hier hinten dran. Ne? Und ja, das ist ein Stimulator. Hier haben wir auch das Ladekabel mit dabei. Das Ganze wird dann quasi hier so magnetisch dran magnetisch dran gemacht. Über USB kannst du das laden. Ein Fazit wäre jetzt angebracht, ne? Also, ich finde den Adventskalender dieses Jahr zum Teil ähnlich bestückt wie letztes Jahr. Also ich würde es halt wirklich für Paare empfehlen, die diesen Adventskalender vielleicht letztes Jahr noch nicht unbedingt hatten. Aber auf jeden Fall ein schönes Paarerlebnis, den auch komplett im Advent zu öffnen. Und ich stelle auf diesem Kanal ja super viele Beauty-Adventskalender auch vor. Ein Lächeln macht eine Person noch schöner. Und deswegen glaube ich, dass dieser Adventskalender auch in irgendeiner Art und Weise in die Sparte Beauty gehört. Und dementsprechend stelle ich den einfach super gerne vor. Und ich möchte halt auch gerne einfach sagen, Leute, das ist ein wirklich gutes Produkt. Da ist jetzt nicht irgendwas drin, wo man die Nase rümpft oder wo man sich denkt, uiuiui, ne? Es ist einfach ein schöner Erlebniskalender, ein schöner Adventskalender, wo man sich als Paar auch irgendwie gegenseitig neu erleben kann. Und deswegen möchte ich euch den wirklich von Herzen empfehlen. Ich habe jetzt keine Kooperation oder so mit ISDE dieses Jahr, aber es ist einfach so eine Herzensangelegenheit, dass ich einfach möchte, dass die
dass man da irgendwie vielleicht auch ein Stück weit offener mit umgeht. YouTube tut es leider nicht, deswegen darf man gewisse Worte hier leider nicht sagen. Ich weiß nicht, ob ich allein fürs Zeigen von manchen Produkten schon direkt demonetarisiert werde. Aber es ist ein schöner Adventskalender. Wirklich, oder? Schreibt mir mal gerne in die Kommentare eure Meinung. Auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis her, selbst wenn die Produkte jetzt natürlich rabattiert gekauft werden, ne, sind 80 Euro für diese Sachen, die ich jetzt hier auf dem Tisch liegen habe, vollkommen in Ordnung. Ich glaube, allein dieser Satisfier ist schon deutlich mehr wert. Ne? Ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und dem Eis.de Adventskalender für das Jahr 2022, der Eis.de Deluxe Adventskalender. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!